Hallo und willkommen bei Bewusst TV Deutschland. Ich spreche heute Englisch, weil mein Gast aus Amerika kommt, William Thöll. Es gibt eine dramatische Veränderung, die auf Deutschland zukommt. Ja, nun, es gibt nichts, was die Deutschen individuell oder sogar kollektiv in ihren zersplitterten Gruppen heute tun können. Ihr könnt nichts verrichten, weil die Matrix sehr tief und sehr stark ist. Und sie hat 75 Jahre lang daran gearbeitet, um sicherzustellen, dass die Deutschen unter Kontrolle bleiben. Die Deutschen können es nicht überwinden, weil sie es selbst nicht erschaffen haben. Das wurde euch auferzwungen und es ist ein sehr, sehr ausgeklügelter psychologischer Maßnahmenplan. Und als dieser eingeführt wurde, glaubte praktisch jeder in der Welt, außerhalb von Deutschland natürlich, dass es nicht nur notwendig war, sondern dass es eine wunderbare und gute Sache war, das zu tun, nämlich eine massive, aber subtile Umerziehung des gesamten deutschen Geistes durchzuführen. Euer Problem als Deutsche war, dass ihr einfach zu gut seid. Es war schwer, mit euch in den Exportmärkten zu konkurrieren. Es war schwer, mit euch in der Wissenschaft zu konkurrieren. Es war schwer, mit euch in der Literatur zu konkurrieren. Ihr wart extrem begabte Menschen, die fleißig waren. Und ihr wart auch sehr schwer zu bekämpfen. Mitte 1943 gab es nicht nur die vier Alliierten, die jeder kennt, sondern es gab 28 weitere Nationen, die sich bereits verpflichtet hatten, Deutschland militärisch zu vernichten. Es waren also 32 Nationen und Deutschland war zu dem Zeitpunkt allein. Sie hat keine Verbündete. Aber es ging uns nicht darum, den Krieg zu gewinnen. Jeder war Mitte 1943 der Meinung, dass Deutschland bis November 1944 militärisch zusammenbrechen würde. Es gab einfach nichts mehr, wie unsere Geheimdienste uns mitteilten. Also legten wir all unser Geld und all unsere Energie und all unsere Zeit in einem Topf für einen viel wichtigeren und raffinierteren Kampf gegen euch. Und das war ein Kampf gegen den Verstand. Versammelt wir etwa 200 bis 225 der größten Köpfe der Welt, die besten Gehirne der Welt. Es waren die Besten in Oxford, die Besten in Cambridge, die Besten in der London School of Economics, die Besten in Chicago, Harvard, Yale, Princeton. Alle steuerten ihre besten Leute bei und sie kamen an einem Ort nördlich von London, nordwestlich von London, auf einem riesigen Landsitz zusammen. Die größte Sünde im heutigen Deutschland ist nicht Mord oder Vergewaltigung oder Entführung. Die größte Sünde im heutigen Deutschland ist es, Deutsche zu mögen. Wenn du Deutsche magst oder du magst das Deutschtum oder du sprichst über deutsche Helden oder irgendetwas Großartiges in Deutschland und du fängst an, dich dabei gut zu fühlen, wirst du sofort zum Schweigen gebracht. Weil ihr euch gegenseitig bekämpft. Es war also eine heimtückische und grausame Sache, die wir getan haben. Es war ungerechtfertigt. Nun, in 2015, als Donald Trump für die Präsidentschaft kandidierte, war eines der Dinge, die die Amerikaner liebten, dass er sagte, er würde den Sumpf bereinigen. Und der Sumpf war natürlich ein Verweis auf den tiefen Staat. Sagte er, wenn er die Präsidentschaft gewänne, würde er anfangen, Namen zu nennen, die für eine lange Zeit verborgen waren.
Und er sagte, es sei jetzt an der Zeit, dass diese Leute kaltgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt haben also alle große Banken in Amerika, 19 an der Zahl, auch in London, ihr gesamtes Geld zu Joe Biden verschoben. Alle sozialen Medien, die Twitterer, die YouTuber, die Facebooker und sogar Bill Gates, haben ihr gesamtes Geld auf Joe Biden verlagert. 3 und 4% der Deutschen einigermaßen erwacht sind. Sie haben ein Gespür dafür, dass etwas vor sich geht. Ihr könnt es nicht alleine schaffen. Der tiefe Staat, wie ihr es nennt, ist zu mächtig. Angela Merkels System ist zu mächtig. Und ihr könnt auf Demos gehen und ihr könnt Schilder hochhalten und schwenken, aber ihr erreicht damit gar nichts. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass ein perfekter Sturm gerade aufzieht. Vielleicht einmal in 200, 300 oder 400 Jahren gibt es aus wettertechnischer Sicht einen Sturm, bei dem große Hoch- und Tiefdruckgebiete und arktische Luft an einem Ort zusammentreffen und es eine erstaunliche Aufruhr gibt. Und es kommt nur sehr, sehr selten vor, dass es einen perfekten Sturm aus wettertechnischer Sicht gibt. Aber dies ist ein perfekter Sturm, der innerhalb der nächsten Monate in Deutschland oder über Deutschland sein wird, sicherlich in diesem Sommer. Ich habe gesagt, bis zum späten Frühjahr, was in Deutschland wohl Ende Mai oder Juni wäre. Also dieser perfekte Sturm ist nicht von Menschen gemacht. Aber er wird euch enorm helfen. Er wird jedem Deutschen helfen, der die Freiheit will. Er wird ihnen eine offene Tür und frische Luft geben. Ihr werdet also Gelegenheiten haben, ihr werdet Möglichkeiten geboten bekommen, wie ihr sie in den letzten 75 Jahren noch nie hattet. Also müsst ihr euch gleichzeitig eine neue Mentalität aneignen, weil die Mentalität in Deutschland verfälscht ist. Es ist eine besetzte Mentalität und ihr wisst es. Die Deutschen wissen, dass sie ein besetztes Land sind. Aber ihr seid süchtig danach geworden, besetzt zu sein. Ihr habt euch sozusagen gemeinsam mit euren Besatzern mitschuldig gemacht. Also, es wird hier einen perfekten Sturm geben. Das heißt steigende Inflation, unter dem Tisch stattfindende Einwanderung und zu viel Kontrollausübung, zu viel Kontrolle über die Deutschen. Dahingehend gibt es praktische Dinge, die man tun muss, die man vorbereiten muss, die man sich einstellen muss für den perfekten Sturm, weil man sonst mit der gewohnten Mentalität nach dem Sturm immer noch aus dem Gleichgewicht wäre. Die Tür ist offen, die Möglichkeiten sind da, aber euer Verstand ist noch in der Verwirrung. Und wenn wir die gleichen Dinge tun mit der gleichen Denkweise, dann werden wir die gleichen Situationen herbeiführen. Haltet euch fern von Gewalt. Das wird euch überhaupt nicht helfen. Damit spielt ihr ihn nur in die Hände. Haltet euch von Waffen fern. Aber Nummer eins ist, ihr müsst wirklich anfangen, euch selbst als Deutsche zu lieben. Hört auf, Deutsche zu kritisieren. Hört auf, über Deutsche zu urteilen. Hört auf, an anderen Deutschen etwas auszusetzen. Okay, lasst es einfach sein. Denn ihr spielt euren Feinden direkt in die Hände. Ihr haltet euch selbst gespalten, wobei ihr euch dringend vereinen müsst. Also tut es nicht mehr. Hört auf damit. Keine Negativen mehr. Kein Gemecker mehr. Das bringt euch nicht weiter und macht eure Feinde sehr glücklich. Teilen und Herrschen funktioniert immer. Das ist genau richtig. Und Nummer zwei ist, dass ihr zukunftsorientiert werden müsst. Die Zukunft für Deutschland war noch nie so rosig wie jetzt. Dieser perfekte Sturm wird euch frischen Wind bescheren. Er wird euch neue Anführer hervorbringen für euch. Anführer, die ein großes Herz und starke Liebe für deutsche Familien und deutsche Kinder haben.